Hey Freunde, herzlich willkommen bei Formel 1 2019. Ja, unterstützt wird dieses Spiel durch die Play-Ecke und ich möchte euch einfach mal ein bisschen was zeigen, was hier in dem Spiel so abgeht. Und zwar ist es die Legend Edition. Da gibt es ein paar Inhalte mit Ayrton Senna und Alain Prost. Und zwar hat man da die Möglichkeit, ja, mit den historischen Fahrzeugen zu fahren, unter anderem. Und wenn man die Legend Edition hat, gibt es halt dieses Paket, wo halt einige Modelle zusätzlich dazugekommen sind, wie dieser McLaren hier von 1990, der Ferrari von 90. Was haben wir denn noch Schönes? Ja, das war es eigentlich schon an Fahrzeuge, glaube ich, die in der Legend Edition dabei sind. Außerdem gibt es ein paar Herausforderungsrennen, Senna gegen Prost, die da auch noch Inhalt vom Spiel sind. Und man hat halt von der F2, das ist auch ganz besonders neu ist bei Formel 1 2019, dass man halt die Formel 2 mit eingebunden hat. Ja, man hat jetzt bei Formel 1 2019 halt die Gelegenheit im Karrieremodus über die Formel 2 in die Formel 1 aufzusteigen. Allerdings mit den Fahrzeugen von 2018. Ja, können wir mal kurz reingucken. Das sind halt die Fahrzeuge, die es zu bewundern gibt. Die Teams, die alle dabei sind, alles lizenziert. Allerdings die Fahrer halt von 2018. Aber wenn es wohl so sein soll, wird es wohl auch ein Update geben, dass man die Saison 2019 fahren kann. Und was ist daran halt so besonders? Ja, der Sohn von unserem Großmeister Michael Schumacher, der Mick Schumacher, fährt in der Formel 2 in der Saison 2019 und steht kurz vor seinem Formel 1 Einstieg. Ja, so viel eigentlich dazu. Was mir jetzt nicht so zusagt, man könnte bei den historischen Rennen zum Beispiel auch mal ein paar historische Strecken mit einbauen, wie Hockenheim, die Nordschleife vielleicht oder Imola, also Hockenheim natürlich mit dem Waldstück, das historische, was es schon seit Jahren nicht mehr gibt leider. Oder so ein paar Inhalte aus den historischen Rennen, wie Nachtanken beispielsweise, wäre ganz cool gewesen. Ja, das leider nicht Inhalt von den historischen Rennen. Dann haben wir ja natürlich die E-Sports-Liga, Mehrspielermodus. Kann hier so ein bisschen seinen Charakter anpassen, seinen Fahrer, aber hält sich alles sehr in Grenzen. Man hat jetzt auch eine Superlizenz-Card, da werden die Trophäen angezeigt und es gibt hier auch dieses Fairness-Modell. Wenn man halt ein fairer Fahrer ist oder ein aggressiver Fahrer, dann wird bei den Online-Rennen, wie beispielsweise bei Gran Turismo, wird das dann so ein bisschen aufgeteilt oder eingeteilt, dass man gleichwertige Gegner hat, die vielleicht den gleichen Fahrstil entsprechen und so weiter. Ja, ich werde in Zukunft mal so einen Karrieremodus fahren, möchte euch aber jetzt an dieser Stelle eigentlich mal ein kurzes Solo-Rennen zeigen, um zu gucken, was gibt es Neues, was gibt es Schönes. Ich habe da natürlich schon mal reingeguckt. Ich finde, es ist optisch fantastisch dargestellt. Natürlich sehen die Fahrer immer ganz komisch aus, aber das ist bei FIFA nicht viel anders. Ich würde sehr gerne meine Lieblingsstrecke fahren. Das wäre, also zumindest bei Formel 1, da es ja die Nordschleife nicht gibt, wäre bei mir natürlich Japan, Suzuka. Die fahre ich super gerne. Die würde ich gerne mal fahren. An den Optionen und Einstellungsmöglichkeiten hat sich nicht sehr viel verändert. Natürlich hat sich die Fahrzeugaerodynamik von F2018 auf 19 auch nicht signifikant verändert. Deswegen gibt es auch keine großen Unterschiede oder merkliche Unterschiede vom Fahrverhalten. Man kann während der Fahrt halt wieder den Boxenfunk abrufen. Das geht dann ins Blut über. Man muss bestimmte Tastenkombinationen drücken, kann dann nach Multiple Choice sich irgendwelche Fragen oder Aufgaben oder Anforderungen an die Box auswählen und dann nimmt alles halt seinen weiteren Lauf. Gut, Suzuka
Training, Qualifying möchte ich alles nicht. Wir fahren auch nur mal kurz 5 Runden. Wie gesagt, würde ich in Zukunft mal eine ausführlichere Tour durch F 2019 machen, werde über F 2 wahrscheinlich die Karriere starten. Ist, glaube ich, auch Bedingung. Allerdings muss man nicht die Formel 2 Saison komplett fahren, sondern fährt einfach nur irgendwelche bestimmten Herausforderungen von Platz sowieso auf sowieso fahren oder unfallfrei fahren, denke ich mal. Irgendwie sowas in dem Dreh soll das sein, habe ich mal gelesen. Ist ähnlich wie bei Race Driver, das gab es mal in dieser Form. Da musste man sich durch die verschiedenen Ligen sogar durchkämpfen, ist über DTM, Formel 3, Formel 3000 oder was das da alles war. War ein bisschen umfangreicher, aber es geht hier hauptsächlich um die Formel 1 und man hat es nicht ganz so kompliziert gehalten. Wobei Race Driver kein schlechtes Spiel ist. KI-Fahrstufe kann man verändern, Grafik, Gameplay und so weiter. Ist alles ziemlich gleich gehalten. Session starten. Man hat auch wieder diese Möglichkeit, sich die Wiederholung, beziehungsweise wenn man einen Unfall gebaut hat, kann man sich zurückspulen lassen. Wobei dann aber die Empfindlichkeit des Fahrzeugs viel höher ist und dann leichte Rempler noch stärker bestraft werden. Also ist in meinen Augen eine feine Sache, wenn man mal einen gravierenden Fehler gemacht hat, aber gehört eigentlich nicht in eine Rennsimulation. Wenn man es nutzen möchte, gerne, warum nicht? Jeder hat seine eigene Vorstellung vom Rennspielen. Es muss ja nicht zu real sein. Allerdings ist Formel 1 2019 auch hier nach wie vor eine Mischung aus Realismus und Arcade. Nachdem ist ganz nett. Wir gestern ein wirklich fantastisches Qualifying miterleben konnten, wird es heute endlich Zeit für das richtige Rennen. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass diese Strecke eine der aufregendsten der ganzen Saison ist. Willkommen in Suzuka und hallo zum großen Preis von Japan. Ja, ist ganz nett gehalten, aber es ist wie gesagt immer noch Kilometer lang. Es ist das nicht einzige Mal in dieser Saison. Wie, aber es ist natürlich dafür wieder auf die Fahrer warten in Suzuka extreme Schwerkräfte, gesellschaftstauglicher, in einigen Kurven die höchsten Geschwindigkeiten wobei der Saison. Aufpassen muss man vor allen Dingen in der letzten Schikane, denn da auch wenn Heiko Wasser hier weiter labert, wird auch bei diesem Formel 1 wieder Fanatec unterstützt. Das Elite-Lenkrad mit dem ganz neuen Clubsport-Aufsatz. Ich weiß gar nicht, man liegt mit der Base und dem neuen Lenkrad. Vielleicht bei 1000 Euro mit einem vernünftigen Pedalen-Set soll die Sache ziemlich geil machen. Bin ich selber so noch nicht gefahren. Ich habe einen Trustmaster mit einem Ferrari Add-on. Ist für mich ganz ausreichend, aber ich werde mal gucken, dass ich in Zukunft mal so ein Lenkrad vielleicht testen kann. Blablabla, Pierre Gasly auf 2, ja gut. Hamilton, Bottas, Sebastian Vettel und Verstappen, Norris, Hülkenberg, Magnussen und Carlos Sainz Jr. Gut, Labarababa, lass mal loslegen. Okay, es geht los. Ich weiß. Auf X kann man die Perspektive noch schnell verändern. Ich fahre lieber in dieser Perspektive. Das Halo ist für mich noch störend, da ich nicht so der versierte Formel 1 Fahrer bin. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht so ganz aufgepasst. Habe ich hier noch alles auf Automatik stehen. Ich schalte nicht selber. Ich habe die Ideallinie, die ich eigentlich nicht brauche, auch noch an. Das werde ich im Karrieremodus natürlich später nicht mehr machen. S ist hoch. Sieht in Gran Turismo alles ein bisschen anders aus. Aber ist sehr schick gemacht. Also man erkennt Suzuka wirklich gut. Macht super Bock. Bin ich da eigentlich jetzt? Siebter. Auch ehrlich gesagt nicht, wie das mit dem DRS eingestellt ist auf meinem Lenkrad. Nur ein bisschen mehr damit befassen. Aber es fährt sich sehr gut. Das Force Feedback fühlt sich sehr gut an.
Grafik sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Gefällt mir wirklich gut. Dann gehen wir, glaube ich, schneller durch. Ah, boom. Volle Sau. Volle Lotte da rein, ey. Das wäre natürlich jetzt mal eine Sache für so eine Sofortwiederholung. Da guckt ihr euch halt an, wo ihr einsteigen wollt. Das sieht ganz gut aus. Aber in dem Moment wird das Fahrzeug auch verwundbarer. Aber egal, dafür sind wir jetzt Sechster. Schnellste Runde der Leck-Leck. So, jetzt mal ein bisschen aufpassen hier. Kurve macht zu. Zu weit innen, weil ich Verstappen schon im Visier hatte, aber er ist immer noch zu weit weg. Die S ist schön hoch, die machen Bock. Ja, was auch schön ist, auch in diesem Teil ist Robert Kubica natürlich dabei. Das Comeback hat mich sehr, sehr gefreut. Auch wenn er schön solide hinten rumfährt. Er hat die Karre zumindest noch nicht verschrottet. Vielleicht bekommt er ja die Möglichkeit, nächstes Jahr in einem besseren Team zu fahren. Oder es entwickelt sich Williams ein bisschen weiter. Und die Fähigkeiten von Robert kommen zurück. Das wäre schön. Weil er hätte durchaus die Möglichkeit, Weltmeister zu werden. So, Verstappen, der Max ja hart, dann kann das hart haben. Bottas, die Schnullerbacke. Oh, Rasenmäher-Funktion. Hamilton ist immer noch Dritter. Das finde ich schön. Versuche ich mal hier durchzuschießen mit Windschatten. Ohne... Oh, Mann! Ja, bei der Formel 1 ist die Lenkung sehr, sehr direkt. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Es geht wirklich in die Richtung ab. Vettel schnellste Runde. Wer glaubt es? Der ist aktiviert, oder? Und wie drücke ich das? Das wäre jetzt mal schön zu wissen. Vielleicht geht es auch automatisch auf. Das wäre natürlich noch schöner. Ah, die Strecke gefällt mir sehr gut. Ist echt geil. Mann, ey. Kann man eine Wiederholung machen? Weiß ich nicht. Nein, komm, Arschlecke. Das mach ich nicht. Das geht auch so voll überrumpelt. Das gibt auf jeden Fall eine Zeitstrafe von mindestens 2 Minuten, ey, wenn das hier alles real wäre. Der kriegt aber noch richtig eine rein, der Hamilton. Oh, man merkt, wie es untersteuert. Das Force Feedback ist wirklich sehr, sehr gut. Gibt eine sehr gute Rückmeldung. Ich denke mal, ohne Fahrhilfen sieht die Welt hier natürlich schon wieder ganz anders aus. Eine Sekunde schneller als dein Hintermann. Ja, ist doch schön, oder? Da bekriegen sich zwei. Weiß noch nicht, wie der den Gasly so lange vorne rumfahren lassen hat. Ah, ah! Super gut abgefangen. Also die letzte Runde, oder? Vorletzte? Ja, du Ratte. Weg ist er. Strafe, Verwarnung, Kollision. Leck mein Arsch.
Ja, solche Dreher von Hamilton würde ich gerne öfter im Fernsehen sehen. Schön weg, raus. Alles ohne Bestrafung natürlich dann. So überholt man. Ferrari Doppelsieg. Doch eine geile Sache. Ah, Vollgas hier durch, ey, erst rein. Ah, scheiße, zu spät gebremst. Jetzt direkt eine Verwarnung hinterher. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, Leclerc hat mit der letzten Runde auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Im letzten Rennen. In Spielberg, mal gucken, ob es heute wieder schlecht läuft für ihn. Ich werde mir alle Mühe geben. Eieiei, das war ein bisschen schnell. Oh, eine Kollision, das hier verursacht. Alles ja, weg, der Leclerc. Leclerc. Ja, nicht schon weit. Keine Chance. Egal. Ich finde, das Ford Feedback ist wirklich heavy. Mal gucken, ob man das auf Dauer nicht ein bisschen weicher einstellt. So, hier ist der Ferrari Doppelsieg. Großartige Arbeit, gut gemacht. Mit diesem Podestplatz können wir sehr zufrieden sein. So sieht's aus. Meine Ferrari-Bande. Sieg? War doch gar kein Sieg. Und wieder ein ausgezeichneter Sieg von Ferrari. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Gasly. Das Rennen heute entschieden. Nicht Verstappen. Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist sicherlich ein Team, das weiß, was es da draußen gibt. Ja, was mich wundert. Ja, die Fahrer sehen sich schon, sehen den originalen Fahrern schon ähnlich, aber ist nicht besonders. Ich glaube, das kann man doch heute in dieser 4K-Zeit besser, oder? Der Leclerc sieht schon sehr, sehr gut aus. Vettel, naja. Gasly sieht schon aus wie Verstappen, würde ich sagen. Oder hat der sich hochgemogelt? Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber zumindest habe ich die schnellste Runde. Ein Punkt mehr. Sebastian zählt das? Ja, es zählt. Man hat 19 Punkte. Er hat heute einige der Fahrer auf der Strecke vorgeführt und er hat keine Spur von Müdigkeit gezeigt. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennen. Louis ist Achter geworden. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So sieht's aus, liebe Freunde. Ja, was bleibt mir weiter zu sagen? Ich hoffe, ihr schaltet ein, wenn ich den Karrieremodus angefangen habe oder anfangen werde zu fahren. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, ein Like wäre nett. Gerne auch nette Kommentare oder nicht so nette, wie ihr wollt. Hauptsache fair. Und schaltet einfach wieder ein, wenn es wieder heißt bei Rocket Channel. Bleibt gesund, bis dahin. Ciao, ciao. So, meine lieben Freunde, das war's mal wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst den Daumen hoch nicht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Das würde mich sehr freuen.
Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar und hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Rocket Channel. Bis bald.